Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Einer neuen Runde Enigmatiker 2 im Expert-Modus. Ja, und ich gucke in die Sterne. Ja, wir haben jetzt noch ein paar, wie man am Himmel sieht, gefunden. Habe ich alle, die wir jetzt, die wir soweit finden konnten. Also wenn wir jetzt hier reingucken, mal im Sternensucher gucke. Eins ist wieder leer. Und gerade hatte ich noch alle voll gehabt. Da kommt wieder ein neues Bild bald. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal mein Buchlein gucke. Wie ihr seht, es fehlen noch zwei. Gallium und Ultra irgendwas. Nochmal zwei. Es fehlen noch vier Stück. Fehlen noch. Laut meins. Ich weiß nicht, was du noch hast. Da fehlt noch ein bisschen was. Also wir haben noch ein paar Sterne geguckt. Und jetzt geht's weiter, André. Was machst du da? Was machst du da? Ich will auch. Ich sammle den Rest gerade aus dem ME-System. Was... So, du musst jetzt das... Jetzt wollen wir das Observatorium. Oh, hier liegt noch der eine Collector's Crystal drin. Kannst du den noch wegschmeißen? Der zum Gucken war, wie es gebaut wird. Dass die Leute auch sehen, dass der wegkommt. Ja. Mache ich in meinen Tuschkern und tschüss, weg ist er. Ihr seht, weg ist er wirklich. So. So, dann schnappt ihr mal alle Items, die da drin sind. Alle. Ja, na, bis auf das, was du hast für zum Bauen dafür Dings. Das kann auch wieder weggelegt werden. Den lassen wir unten. Das Lapis-Puder brauchst du noch, das drinnen liegt, glaube ich. Das Oak war zu viel vorhin. Kohle. Die Fäden müssen auch von unten Monster sein. Ach, du hast das Nocturnal-Pulver nur einmal gemacht, ne? Das brauchen wir noch ein zweites Mal. Habe ich gerade gesehen, da liegt bloß eins drin. Also heißt viel Kohle. Habe ich. Vier Kohle, die Wizard links und rechts. In der Mitte das Illuminati-Powder. Unten Lapis und oben der Inksack. Hab ich. Sehr schön. Ja, so, jetzt machen wir das Observatorium. Ja, wie sieht das aus? Da, Observatorium. Oha. Genau, dafür brauchen wir zuerst, musst du jetzt machen. Was muss ich zuerst? Das Infused Glass, dieses komische blaue Ding. Jupp, hab ich. Ich baue uns jetzt dieses Sternbild, was wir da brauchen. Ist das Evorsio? Nee. Luzerna brauchen wir. Gut, dass wir das gefunden haben. Oh, es fängt schon wieder an zu regnen. Also der Regen hier ist so verdammt nervig. Ich glaube, es fehlt mir ein anderes Glas in der Mitte, ne? Für den Infused Glas. Ach, stimmt. Ja, du musst es erst die Colored Lens in Rot. Oder in Blau. In Rot, da habe ich die Items für. Das war die günstigste Variante. In Rot. Ja, muss ich alles wieder rausnehmen. Und jetzt sehen wir dann auch, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Ansonsten wird das nämlich mit den Seeds auch nichts. Da ist die rote. Warum kann geht ich das jetzt nicht? Ach, da steht noch einer rum. Ich glaube so, ich weiß es gar nicht. Ich merke mir das immer so schlecht. Ach, jetzt, ich musste wieder Zeit zu Mitternacht machen, warum auch immer.
Hat er ihn jetzt? Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt so klappt, dass wir es mit diesem Kristall dann jetzt nachher auch bauen können. Ich hoffe es auch. Und? Das sehen wir erst, wenn wir das Observatorium dann nachher bauen wollen. Kannst ja schon mal alles für reinlegen. So, jetzt will ich bloß den Kristall haben. Gut, ich wurde nicht eingesaugt. Mal echt gespannt, wie das jetzt gleich ist. So, da müsstest du jetzt noch. Das Rezept ist fast vollständig. Das ist vollständig. Es fehlt noch das Infused Glas oben in der Mitte. Ah, jetzt hat mir weggeklickt. Ich hätte erstmal das Infused Glas bauen müssen, bevor ich das alles reinlege. Ja, das solltest du Ich machen. glaube. Pass auf, ich nehme mir das hier raus, dann baue ich das nachher neu so. Dann baue jetzt das Infused Ich brauche noch ein normales Glas. Hast du mir. Es fehlt, glaube ich, eins. Normales Glas. Glas. Fehlt eine Glaslinse? Ich glaube ja. Hast du nicht noch Okay. eine? Ja, ich hab den. Nee. Nee, habe ich nicht. Moment, ich baue schnell eine. Deswegen waren die vorhin da. Ja gut, wir haben jetzt die eine. Die eine haben wir jetzt natürlich oben aufs Relais gepackt, damit wir genug Sternlicht hatten. Was aber auch Schwachsinn war. Bist du denn? Unten. Unten ist doch der Altar dafür. So. Dieser Ja. Infusion-Altar ist eine Etage unter uns, weil der kein direktes Sternlicht braucht. Ach so. Auf jeden Ich Fall ist finde diese Effekte einfach so cool, ne? Astral zu Hause ganz schön in dem Modpack ganz schön Schwierig. schwierig. Aber es ist trotzdem ein sehr schöner Mod. Ein sehr schöner, eine sehr schöne Mod. So, wie man sieht, passiert jetzt noch nichts, ne? Und das Nee. Rezept Richtig. ist korrekt. Genau. Jetzt lege ich links den Stern rein, siehst du? Und dann hat er dieses Sternbild drin, was wir brauchen. Und man sieht, wir brauchen noch viel mehr Sternlicht. Verdammt. Dann machen wir noch ein paar Rock Crystals. Noch ein paar mehr von diesen anderen Crystals hier oben, die da so rumfliegen. Collector Crystal. Ja, bauen wir mal schnell noch drei. Zack, alles wieder raus in mein Inventar. Rockküssel gucken. Ich hoffe, wir haben für diese Collector Crystals alle Dafür alles. brauchen wir erstmal den Attune Rock Ja, Crystal. den mache ich gerade. Genau, und hast du noch Illuminati noch mehr viel? Ja, Illuminati sind noch auf jeden Fall welche drin. Aber ich weiß nicht, ob es noch so viele sind. Ein System oder? Ja. Aber Resonating Gems habe ich auf jeden Fall keine mehr. Die muss ich dann machen. Ja, da habe ich keine mehr. Aber da baue ich auch gleich noch welche. Ja, sieht gut aus. Dann Also ich habe machen jetzt, ich würde jetzt gerne vier bauen. Noch drei bauen, entschuldige. Kommt schon wieder so ein Zombie auf mich zugelatscht. Geh weg, mein Altar.
Und ich finde, die Effekte von dieser Mod sind einfach, die sind genial, oder? Die sehen wunderschön aus. So. Ich habe schon mal die 1, 2, 3 getunten Dinger. Das ist doch schon mal was. Ich hole mir mal gleich noch ein bisschen mit hier unten. Garantiert alle gehen. Wie viele von den Resonating Gems brauchtest du immer? Vier, ne? Vier. Es liegt jetzt nur noch an den Gems. Alles andere habe ich schon drin. Ja, ich bin schon am infusieren. Bist Eine das Etage unter. Hier geht eine Leiter runter. Leiter suchen? Im Hof Genau liegen? da. Guck mal hier, wo mein Punkt ist. Hier. Hier. Oh, jetzt bin ich wieder runtergerutscht. Ach Hier hinten. da. Ah, da ist immerhin. Du musst den Leuten ja auch zeigen, was du da machst, nicht? Dass du da. Ah. Ne, den hatten wir ja schon, den Altar hier. Stand ja bloß draußen. Ich habe ihn jetzt Ja. halt in den Baum integriert. Ja, warum nicht? Hier sind schon mal die ersten vier. Sehr schön. Also, falls Fragen sind oder so, frag uns. Wir schreiben immer zurück. Entweder schreibe ich mit meinem Account zurück oder andere schreibt mit seinem Account zurück. Also nicht wundern. Genau, also eigentlich melden wir uns immer relativ fix. Ich sag mal, ich krieg's über mein Handy jetzt nicht mit, aber Henrik schreibt mir dann auch, wenn es für mich letztendlich Fragen sind, dass ich dann dementsprechend auch reagieren kann. Warum ist oben links noch ein Attune-Kristall drin, in den Altar? Den musst du einfach bloß rausnehmen. Genau, wollte ich nämlich mal. Das ist der dieses Sternbild anzeigt, weißt du? Das siehst du auch auf dem Boden sogar, das Sternbild. Da müssen wir mal gucken. Ich denke, wenn wir da jetzt vier Collector hoffentlich bei. Jetzt ist echt die Frage, wo ist dieses olle Wasser alle? Da nicht. Da auch nicht. Dann ist es da. Das ist manchmal echt schwer zu sehen, wo diese Milch alle gegangen ist. Oh, naja, das hatten wir ja auch schon mal. Hier muss man genau gucken, wo die alle ist. Und dann muss man da einen Eimer wieder nachfüllen. Sie Ja, muss ich gehe immer ganz. mit dem leeren Eimer ran, um zu gucken, wo ich nichts rausnehmen kann, weil ansonsten verschwendest du sie. Wenn du einen vollen Eimer da reintust, ist er dann weg auf dem vollen Ding. Ich denke mal, Da ich hinten sag ist leer. mal, Da. refresh das ja irgendwo, dass das wieder voll ist letztendlich, aber ist ja trotzdem nervtötend. So, hier sind nochmal fünf. Oh, nein, nicht da rein. Komm wieder her. Kriegst du sie? Sechs. Zwei dann noch und dann sollten wir das Observatorium bauen können, genauso wie die T5-Samen. Bitte jetzt halt durch, jetzt gehen. Ich habe gerade keinen Eimer mehr. Bitte geh nicht beim letzten noch leer. Ach nee, du hattest fünf, dann habe ich genug jetzt. Und es ist einer leer gegangen. Gut, ist aber egal. Wir haben genug. Ich weiß nicht, wo die hinkommen. Ich habe sie einfach mal reingelegt. Die anderen noch beiden, ne? Bin ich schon dabei? Guck mal, wie viel Sternlicht wir jetzt gerade haben. Und das, obwohl der Mond schon fast unten ist. Oder? Das ist doch schon eine Menge. So, jetzt setzen wir nochmal zurück auf Nacht und ich Ah. glaube,
Das könnte gerade so reichen. Also es ist ganz schön knapp. Es ist ganz schön knapp. Ich will aber nicht noch mehr davon bauen. Und wir sind hier echt schon auf einer Ebene, wo das Sternlicht echt verdammt gut ist. Das Einzige, was ist, wir sind nicht auf Ebene 120, was die Idealhöhe angeht. Es reicht nicht. Das reicht nicht. Es Siehst reicht du nicht. da? Siehst du Auf hinten? 120 ist es halt noch stärker. Das Licht. Bloß dann müssten wir echt bis hier. Guck mal, wo ich jetzt bin. Das für Ebene 120. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, den Baum nochmal so hoch zu bauen. Oder den ganzen Altar umzusetzen. Also müssen wir noch einmal Crystal, bitte. Aber ich glaube, viel mehr Crystals bringen nachher auch nichts. Irgendwann klauen die sich ja das Licht gegenseitig. Warte mal, was sagt denn der Resonator? Was sagt der Resonator? Vier Der und Resonator, davon wo ist er? vier. Ich habe aber auch Angst, was ist, wenn ich den Kristall abbaue? Ha, doch, er hat ein Harvest Level. Wie kriegen wir den Dust? Oh, doch. Ein Infuser. Warum hat das nicht automatisiert? Was denn? Den Dust. Habe ich noch genug? Ne, habe ich noch genug. Kommst du mal oder geht das auch? Du hättest das mal drin liegen lassen sollen. Kann ich ja wieder reinlegen. Also jetzt weiß ich ja bald das Rezept aus dem Kopf. Ich brauche mal einen Stein. Was ist denn, wenn ich den jetzt hier hinstelle? Ist jetzt mehr Licht noch drinne? Na, es fehlt immer noch was. Aber es Weil ist ich schon mehr als vorher, oder? nee. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr. Pass mal auf, ich baue jetzt noch mal einen ab. Behalt mal bitte dies so wie das ist, so im Blick in etwa. Ich stelle die jetzt nämlich mal um. Das ist jetzt mehr als vorher? Doch. Doch, doch. Doch. Ich habe jetzt genau meine Maus an der Kante. Ich Ist das? versetze mich gerade mal die Steine so ein bisschen. Jetzt haben wir wieder. Guck mal, jetzt haben wir fast mehr. Obwohl du gar nichts gemacht hast. Jetzt sind wir fast da. Ich hab die Steine abgebaut. Ja. Wenn du jetzt mal selber reinguckst. Jetzt. Rechtsklick. Okay, warum auch immer. Warum Okay. auch immer das gerade jetzt? Okay, egal. Wir lassen die erstmal liegen, die Ey, Steine. so stehen lassen, so lassen, so lassen. Ich habe nichts gemacht. Doch, du hast Hier, gerade guck mal außen. Du musst arbeiten. was arbeiten. Guck mal da, was da leuchtet. Der möchte da ein Item haben, sonst macht er nicht weiter. Ach so. Deswegen hast du die ganzen Items. Und jetzt craftet er wieder ein Stück weiter. Und jetzt möchte er das nächste Item haben. Als ob noch nicht genug Items in den Table passen, weißt du? Ja. Geh mal kurz ein Stück zurück, bitte. Dankeschön. So, was ist denn nun? Fehlt noch was? Ja, er craftet gerade noch. Wow. Er will hier noch einen Stardust haben. Den hast du noch nicht gesetzt, ne?
Truhe. Na los. Und was fehlt ihm? Hast du überall was reingelegt? Mhm. Hier ist ein Stardust drin, ja. Sind ihm die, nee, die Beine können ihm ja auch nicht zu weit weg sein, weil die anderen beiden außen hat er ja auch genommen. Was ist, wenn du mit dem Wand noch mal raufklickst? Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Ihm fehlt noch einmal so ein schwarzes Pulver. Ja, aber wo? Eigentlich zeigt er das an. Und das Gelbe, viermal gelb, nee, viermal gelb? Haben wir erst dreimal. Versuch mal, leg hier mal einfach ein gelbes rein, wo noch offen ist, und dann hier ein schwarzes oder so. Fehlt gerade Licht? Warum? Warum fehlt ihm jetzt Licht? Es fehlt ein Licht. Ich habe gerade dunkel gemacht. Hm. Jetzt geht's wieder. Jetzt ist er wieder voll. Ja, ich hab gerade noch einen Kristall angeschlossen. Ich schließe jetzt einfach den anderen Kristall auch noch an. Aber was füllt denn jetzt noch? Guck mal da hinten, was ist das denn jetzt hier? Ja, da haben wir das Falsche draufgelegt. Da möchte das Schwarze haben. So, jetzt ist das Licht auch komplett voll mit den Collector Crystals an den Seiten. Oh, Gott sei Dank reicht das, ey. Ich hatte auch keine Lust, das ganze Ding umzubauen. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Da, jetzt fertig. Ist er fertig. Warte, ja. Warte, nicht rangehen. Nicht rangehen. Komm mal zurück. Die letzten beiden Teile sind nämlich, die hat er ganz schön gebraucht. Ja. Ich hätte hier extra hier nur einen rein und wieder rausgenommen, aber das hat er dann auch gemerkt. Ich habe ein Observatorium. Komm mit. Komm, das gucken wir uns erstmal an. Ja, das ist wie so ein Folgenende. Das müssen wir noch wenigstens hinstellen. Boah, guck dir mal an, wie geil das aussieht. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das Crafting nehme oder dieses Teil. Das sieht doch extrem Hammer aus. Kannst du dich da ransetzen? Da ist ein Sitz. Sitzt du da drinne? Kannst du da rechtsklick oder sowas machen? Nö. Kannst du noch ein Stück nach vorne gehen? Ja, warte, so ist gut. So ist gut. Nein, verdammt. Ja, so super. Dankeschön. Darf mir das machen. Aber wenn du rechtsklick machst, guck mal, ich sitze doch drinne, Henrik. Toll, hä? Nochmal raus da. Warte, Shift. Einfach nur rechtsklick drauf machen. Jetzt. Beweg dich mal nicht so viel. Oh ne, das Ding zuppelt. Kannst du noch ein klein bisschen drehen, dass er irgendwie stillsteht? So wie das Ding zuppelt, kann ich hier ein Foto machen. Ne, er zuppelt total, wenn du da drinnen sitzt. Ich mache aber gar nichts. Die Maus halt ist still. Jetzt kann ich... Ja, so bleibt man. Aber so schnell wie der zuppelt, kriege ich nicht mal ein Bild davon gemacht. Jetzt kann ich die nächste Sterne sehen. Wobei, das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Mal sehen, welches wir nehmen. Geiles Teil, da muss ich auf jeden Fall eine Station drum bauen. Jetzt habe ich jetzt habe ich auch wieder noch neue. Noch eine, ja. Noch eins habe ich hier auf jeden Fall. Ist nur ein bisschen schwerer, das zu verbinden, weil du bewegst mit der Maus, also. Wenn du Shift hältst, müsstest du aber stillstehen, glaube ich. Ah.
wie das rumbackt, wenn du da drinnen sitzt. Das sieht echt schrecklich aus. Aber so ist das Teil echt ein verdammt geiles Design. Und so. Muss man richtig ziehen. Das ist cool. Genau, dann kannst du den Leuten ja wenigstens nochmal zeigen, wie es aussieht, wenn man das so zieht. Ja, habe ich ja, aber nicht so richtig. Ich habe leider nicht das Buch in der Hand, um zu gucken. Das Was ist müsste. das denn jetzt hier? Jetzt habe ich zwei Wireless Terminals anstatt einmal mein Schwert. Jetzt ist Bug. mein Schwert wieder da. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum die Gegner. Boah, jetzt ist mein Wireless Terminal schon wieder zu meinem Schwert geworden. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Und dann so. Eine Art Pyramide. Also so machen wir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der ist so klein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der ist es. Hoch, hoch, hoch. Ha, ha, ha. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ob ich mir das jetzt gemerkt habe. Ihr wisst ja. Oh. Machst du mal. Mach ich selber. Warte, gut. Ich töte gerade hier ein paar Monster. Muss mein Schwert noch leveln. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich hau mit der Hand anstatt mit meinem Rapier. Oh, es wird nicht mehr dunkel jetzt. Wird's dunkel. Ja, ich habe auch irgendwie nicht mit meinem Rapier gehauen, das hatte ich auf einmal. Bin ich wieder Jo. total toll, buggy. Wo ist jetzt der? Ich kann nicht mal mehr essen. Henrik, das Ding backt total rum hier. Das Observatorium. Hör jetzt auf. Warum? Das bringt mich total zum Lecken. Ich kann nicht mal mehr was essen. Oder unser Server schmiert jetzt ab. Also beenden wir, bevor er wirklich abschmiert. Gut, wir würden sagen, wir gucken mal und testen mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Jo, tschüss.